Frühmorgens um 5.35 Uhr und ich sage guten Morgen, schön, dass ihr eingeschaltet habt, auf meinem Kanal Farbenfroh 60+. Ja, ist heute gar nicht so farbenfroh. Graue, stumpfe Haare, schwarzes T-Shirt. Ja, normal gehe ich ja unter die Dusche und wasche mir da meine Haare. Aber da wollte er mich nicht sehen. Deswegen habe ich ein alles schwarzes T-Shirt angezogen, weil es geht nämlich heute darum, dass mich so viele gefragt haben, du hast in letzter Zeit so volle Haare und so viel Locken. Wie machst du das eigentlich? Was benutzt du für Produkte? Wie sind deine Tricks mit deinen Haaren? Also, in erster Linie nehme ich jetzt schon fast ein Jahr die Kapseln von Happy Glam. Das ist wirklich für mich Biotin, Zink. Das hat also wirklich meine Nägel toll gemacht, weil das ist von Happy Glam. Da nehme ich ja auch den LED-Lack. Und das ist also für die Haare und die Nägel von innen. Und da bin ich sehr, sehr zufrieden. Ja, das ist in erster Linie. In zweiter Linie habe ich tatsächlich sehr, sehr wenig Haare auf dem Kopf. Mehr auf den Zähnen. So, als zweites hat mir eine ganz, ganz liebe Zuschauerin, Abonnentin, Followerin, die hat mir auch vor knapp einem Jahr wohl für mich das beste Haarwaschmittel und Spülung empfohlen. Und zwar Keep My Color Blond Shampoo. Daher habe ich auch schon Chirurgenhandschuhe an und die dazugehörige Spülung. So sieht das aus. Das ist nämlich wirklich eine ganz schön blaue Sache. Und damit die Fingernägel und die Hände nicht leiden, habe ich schon mal einen Handschuh an. Damit wasche ich mir die Haare und dann kommt die Spülung ein bisschen in die Spitzen, zum Schluss so ein bisschen durchgemuschelt. Das Shampoo lasse ich immer bei der ersten Wäsche auch ein wenig einwirken, bei der zweiten Wäsche ein bisschen mehr, da ist man praktisch unter der Dusche eingeschäumt, Handschuh aus, den Körper gewaschen und dann hat man auch einen schönen Silberglanz. Das ist so der erste Punkt. Dann werden die Haare in einen Handtuchturban gepackt und nur ein bisschen, ja, wie man so sagt, leicht angetrocknet, nicht gerubbelt, gemacht, getan, nein. Dann habe ich einen solchen großzinkigen Kamm, damit werden sie schön vorsichtig durchgekämmt und dann mache ich meine Haare über Kopf. Und dann habe ich hier von Got2Be Lockenmittel, Lockenmousse. Das ist das Erste, was ich dann über Kopf in die Haare mache. Das machen wir aber, nachdem ich meine Haare gewaschen habe, zeige ich euch das. Da mache ich die Kameraeinstellung anders. Da gehe ich alles über Kopf und dann fange ich an, das einzukneten. Und dann kommt noch hinterher von Got2Be Good Curls Refreshing Creme. Das mache ich auch noch rein, knete das. Und dann kommt tatsächlich zurück. Und dann habe ich hier so ein Sieb. Und dann wird das mit dem Diffuser langsam, aber sicher getrocknet. Das alles seht ihr danach. Jetzt wasche ich mir erstmal meine Haare. Da geht es hier kopfüber und das Waschbecken. Da kann ich euch jetzt nicht mitnehmen. Wir sehen uns nach dem Haarewaschen wieder. So. Jetzt habe ich es erstmal im Handtuchturban. Was ich vergessen habe zu sagen, Keep My Color Blond Shampoo von Eleven ist das. Gibt's natürlich nicht nur für blond oder für grau, sondern ihr könnt euch gerne umschauen. Mittlerweile gibt es das auch über Amazon zu kaufen. Steht es noch irgendwo drauf? Ja, ich hatte zuerst eine andere Lieferanschrift. Jetzt sehe ich, dass das auch über Amazon gibt. Bestellt es mir immer darüber, kostet 20 €, so jeweils. Aber es reicht so irrsinnig lange. Man braucht wirklich nur eine Erbsengröße bei der ersten Wäsche und ein bisschen größer bei der zweiten Wäsche. Hält also lange und ist für alle Farben, frischt tatsächlich die Farben auf. Als zweites noch gesagt, bitte wascht eure Haare nie in heißem Wasser.
sondern wirklich ein mildes Klima des Wassers, also das heißt eine milde Temperatur. Und auch nicht so, manche, ich habe schon Frauen in Duschen beobachtet, die rubbeln und reiben und machen und tun. Also auch nicht zu viel, da werden die Teigdrüsen zu sehr angeregt. Gibt meistens ein schnelleres, fettiges Haar. Ja, gut, dann habe ich es jetzt im Turban und ich lasse den Turban einfach nur so drauf. Und dann mache ich ihn auch schon ab, weil es muss ziemlich nass sein, wenn man tatsächlich so ein bisschen, ja, ich habe keine Locken. Also das sieht wirklich immer so aus, wenn man das so macht, wie ich das gesagt habe. Ich gehe damit jetzt ganz vorsichtig mit dem Kamm durch. Also ich habe kein Spaghettihaar, das heißt, ich habe keine Strippenhaare, so wie meine Tochter, die hat wirklich ganz glatte Haare. Aber ich habe also auch keine Natur, sondern das ist einfach immer geknetet, geknetet, geknetet. Und damit hat sich das. So, jetzt mache ich die Kameraeinstellung anders, damit ihr gleich seht, wie die Mittel jetzt anzuwenden sind. So, ich hoffe, so wird es vielleicht ganz gut. Also, kräftig schütteln. Dann gehe ich jetzt über Kopf. Ich hoffe, ihr seht das. Macht das alles über Kopf. Ich weiß es nicht, ich muss mal gucken. Ja, ihr seht das ganz gut, ne? Alles so über Kopf, ordentlich schüttelt. Und dann nehme ich eine ziemlich große Menge. Und dann fange ich an, das nur reinzukneten. Ich hoffe, ihr seht das gut. Knete also das richtig rein. Überall hin, ruhig noch ein bisschen nach. Dass überall das ist und knete das. In die Spitzen, denn die sollen ja den Lockenschein haben. So, jetzt nehme ich das zweite. Dann nehme ich auch eine relativ große Menge, verteile sie und gehe damit, ihr seht es, einfach in die Spitzen. Gar nicht an die Ansätze, sondern nur an die Spitzen. So, und dann mache ich es einmal so und werde euch gleich zeigen, wie ich es dann anfange zu föhnen. Auch natürlich den Föhn mit dem Diffuser. Bitte nicht auf die heißeste Stufe und auch nicht auf das stärkste Gebläse. Ups, hier rübergelegt. So, ich habe mir das so ein bisschen schon in Form gemacht. Ihr seht, wie sich dies ringelt. Wenn ich jetzt den Föhn anmache, dann wird es natürlich relativ laut. Deswegen zeige ich es euch nur. Ich mache das jetzt so und dann wird diffust. Und zwar Stück für Stück. Und hier oben gehe ich so ran. Ich zeige es euch kurz und dann mache ich aber auf Pause, weil sonst werdet ihr irre mit dem Geräusch. Also. Schön so nach oben und gar nicht so durchkrisseln. Wir sehen uns gleich wieder. Also, ihr seht, es wird. Und wenn die jetzt schon so ein bisschen angetrocknet sind, dann nehme ich natürlich das Sieb weg. Das ist nur für die unterste Partie, dass mir die nicht gleich so wegfluseln. So, ich trockne sie jetzt zu Ende und dann habe ich noch zwei Dinge, die ich im Anschluss noch mache. Dauert aber ein bisschen, ne? Noch ein kleiner Trick. Wenn das jetzt hier schon so ziemlich trocken ist, dann fasst ihr nur so mit den Spitzen rein und stellt ja fest, wo es noch ein bisschen feucht an der Kopfhaut ist. Dann bitte auch da nicht rumrödeln, sondern wirklich reingehen, ein bisschen hier hochheben. Und dann auf die kleinste Stufe.
und dann nur punktuell trocknen. Also nicht fälschlicherweise mit diesem Diffuser rumrödeln. Ergibt gar keinen Sinn, regt nur wieder die Teigbrühen an. So. Es ist jetzt soweit trocken. Es fasst sich so ein bisschen an wie gewachste Schnürsenkel, sag ich mal. Ich habe ja so dünnes Haar, ne? Also alle anderen müssen noch sehr viel länger trocknen. Das lasse ich so und das muss auch erstmal auf 1-2 Stunden so bleiben. Damit das so bleibt, habe ich von Isana Professional Styling Spray Lockentrauben. Das ist wirklich ganz, ganz ideal, das zum Schluss noch reinzusprühen. Das gibt noch so ein bisschen Glanz extra. Seht ihr das? Ob man es da auch sehen kann. Und noch zusätzlich ein bisschen Festigkeit auch da. Bitte jetzt nicht durchkämmen, sondern so belassen. Mal sehen, ich weiß gar nicht, ob ich mich von hinten auch sehen kann. Jetzt muss ich meine Brille aufsetzen, soweit reicht es nicht. Auch da gucken. Ja, seht ihr auch da, wunderbar lockig und auch da sprühe ich jetzt ein bisschen rauf. Und zum Schluss, das ist aber völlig jedem selbst überlassen. Ich wechsle es wirklich von Woche zu Woche. Ich habe jetzt von Syos Haarspray so. Und so. Das ist meine Locke, muss ich immer ein bisschen extra ansprühen. Und das ist der ganze Zauber der Locken. Und ich selber kämme sie mit dem großzinkigen Kamm frühestens in 2 oder 3 Stunden ein bisschen an. Dann ergibt es die Natürlichkeit. Und dann hält es bei mir mindestens 4 Tage. Also sieht nicht jeden Tag so schön aus, aber mit diesem Got2Be für die Locken ist es, kann man jeden Tag wieder neu auffrischen und mit diesem Lockenspray auch einfach jeden Morgen wieder neu reingehen. Fertig. So viel zur nicht umständlichen Curly Girl Methode. Ja, ihr Lieben, das war's. Kleine kurze Anleitung meiner Locken. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Abonniert meinen Kanal. Es wird noch mehr kleine Anleitungsvideos geben, kleine Tricks und Kniffe. Sowas gibt's bei Teddy für 1 Euro oder Action oder wie sie alle heißen. 0, oder 10, wie auch immer. Ich will sie alle nennen. So ein Haarsieb, weil ihr solltet nicht anschließend dann die Nudeln da rein gießen, könnte sich ein Hafer binden. Also ich habe davon 1 für die Küche und 1 fürs Bad. So viel dazu und ich wünsche euch einen lockigen Tag. Abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch und schreibt mir, ob das auch wieder eine super Anleitung war. Nachmachen, besser machen. Viel Spaß dabei, eure Farbenfroh 60+.